Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Captain Cops. Ja, wir fahren jetzt zum Hafen und verkaufen unser Weizen. Ihr seht, wir haben das Lager gerade schon mal drin. Er hat über eine Menge aufgenommen. Das hieß, im Tank waren drin, also 45.000. Jetzt haben wir 18.150 eingeladen. Die und der Hase hier. Zugelaufen. Und jedenfalls ist immer noch schon drin. Ob das nun verpackt ist, Bug ist, keine Ahnung. Schau mal, ich habe meine Geschwindigkeit ein bisschen erhöht auf 6. Mach hier mal den Abend erleben. Ich fahre jedenfalls jetzt die Ladung also um 18 Uhr, nee, 17.45 Uhr. Da geht der Drescher ja weg, dass die Pacht zu Ende, die Miete zu Ende. Früher abgehen hat nicht geklappt. Eben habe ich da kein Symbol gefunden, wo das machen könnte. Ging nur um Verlängern, Waschen und Bergen. Aber zurückgeben die Mission, die es gibt da nicht. Oder ich habe nicht gesehen. Oder ist erst automatisch, ist dann gemietet und geht dann automatisch zurück. Was hieß, wenn wir da noch gefahren wären? Vielleicht wäre dann eine Meldung gekommen, eine Warnmeldung. Oder wir hätten plötzlich in der Luft gesessen, ne? Weiß man nicht. Zum Testen. Ja. Sie sind nicht gekommen, aber noch ziemlich Zeit für. Also wir hätten noch mit 3 Stunden zurück. Mit 3 Stunden auch gepasst. Aber ich denke mal, wenn Getreide zu trocken und nass gewesen wäre, dann wäre es günstig gewesen. Wir hätten noch ein bisschen Zeit mehr gehabt. Wo man in dem Sinne, man könnte ja theoretisch dann auch verlängern, ne? Muss ich mal nächstes Mal im nächsten Jahr mit einkalkulieren. Bei 2 Feldern 4 Stunden. Naja gut, hoffe, dass ich da in der Nähe noch ein Feld kaufen kann. Das ist mir ein klarer Vorteil, wenn wir dann dicht zusammen sind, dass man da schneller reagieren kann. Ne? Und nächsten Mal ja, Gerste oder Roggen anbauen. Ne? Andere Fruchtsorten gibt noch, glaube ich, der Mais. Ja, dann das war es auch schon, glaube ich. Ne? Ja, Tiere gibt es hier nur Rinder. Als Mastbullen, also nur immerhin, ne? LS hat ja auch ohne Kühe angefangen, ne? LS9, aber ja auch nur Landwirtschaft, in Anführungszeichen, ne? Habe ich aber so persönlich nie gespielt, ne? Muss dazu sagen, L9 nie gespielt. Ich habe angefangen bei der 11er Version. Weiß gar nicht, wie ich darauf zugeschoben bin. Oh, wir fahren einmal Straße. Naja, gut, wir haben keinen Gegenverkehr. Ich wollte hier rankommen. Ja. Das 11 habe ich begonnen und war begeistert, ne? Ja, ohne YouTube, ne? Das kam erst mit 19er. Im Januar. Vor 2 Jahren im Grunde. Und irgendwie habe ich ein Hobby gesucht, eine Herausforderung. Hatte bin durch Zufall auf YouTube gestoßen. Ich wollte ja eigentlich beim Bahnen ein bisschen Musik hören, ne? Um mal andere, die ich so kenne, ne? Also auf CD hat, ne? Ja, Mensch. Probier's mal aus, ne? Und dann sah ich zufälligerweise den 101. Nö, nicht mehr. Damals hier Fat Action gesehen hier mit der Matchwebkarte. Ich meine, die Marsch kannte ich schon von 17er, ne? Hatte ich zum Schluss mal gespielt gehabt und war von der Karte an sich auch begeistert. Wie gesagt, Karten müssen im Großen und Ganzen fehlerfrei sein. Recht große Felder, und das war dann der Fall. Produktion an sich haben mich früher nicht so interessiert, weniger. Ich war mehr auf also Landwirtschaft aus, also die arbeiten dafür. Und gerne auch über Cosplay und Outlife kann ich damals noch nicht. Ja, und dann, ja, irgendwie kam LS ja neu raus. Und ich guckte mal so zu. Ja, und dann dachte ich mir, Mensch, kann doch nicht so schwer sein, ne?
Weißt du was? Und das Spielen ist ja einfach. Das kriegt ja alle jeder hin. Nach einer Weile klappt ja irgendwann, ne? Kann man auch nichts verkehrt machen, oder geht ja nicht kaputt. Und jedenfalls, Mensch. Aufnahme, die erste Aufnahme war ja nicht LS, sondern eine Probeaufnahme, keine Ahnung von was. Einfach so vom Spiel irgendwann aufgenommen. Ja, erstmal war das eine hohe Gigabyte-Anzahl. Ich glaube, über 20. Ja, was machst du, ne? Ja, rendern kann ich ja nicht, ne? Videobearbeitung auch. Ach, nimm mal das Video und lad mal hoch. Ja, ich hochgeladen. Mensch, das hat gedauert. Ich glaube, 5 Stunden oder so. Das war schon mitten in der Nacht. Dann wollte ich auch nicht abbrechen, ne? Einmal angefangen. Das hat gedauert und gedauert. Ja. Und dann kam das nächste Hürde. Dann meldet YouTube, dass eine Überlänge Videos wäre, also von der Zeit her. Also was über 15 Minuten ist. Brauchen wir eine extra Freischaltung. Ja. Da kann man die Anfrage, wie willst du das haben? Mit Freischalten, mit Code und so, ne? Also fünfstellige Zahl muss man dann eingeben. Wenn ich mich erinnere. Ja, ich dann auch, ne? Per Telefon, ne? An sich war das nach kein Fehler, aber wie gesagt, ein Stift nicht in der Nähe gehabt. Mit mal Washington DC. Interessant. Ja, gut angenommen, ne? Computerstimme. Kein Problem. Bla bla und die Zahlen gesagt, ne? Ja. Ja, das kam die fünfstellige Zahl, konnte ich mich gar nicht so schnell merken. Und dann kam zum Glück noch eine Wiederholung. Dann habe ich gleich die Tastatur eingedrückt. Also die Zahl. Puh. Und nachher gedacht, Mensch, hätte es doch gleich per SMS machen können. Die Option gab es nämlich auch. Dann hättest du das schwarz auf weiß gehabt, ne? Und dann wäre das gut gewesen. Aber nein, ich muss ja Telefon nehmen. Ne? Ja, hochgeladen. Ich hatte damals ja noch mit 3 Multiform gespielt. Ein Panorama kann man sagen. Und da kam mal die Meldung, dieses Format, nach längerer Zeit der Verarbeitung, dieses Format, ich habe wieder mehr Getreide drin. Dieses Format wird nicht unterstützt. Gut. Ja, dann habe ich mir aus schweren Herzens von dem Format, was ich hier 10.000 noch was getrennt. Und jedenfalls. Jedenfalls habe ich dann nur ein Monitor genommen. Was an sich nicht schlecht war, weil der andere war ja dann für die Aufnahme gewesen. Und der andere für die Überwachung von Daten und so. Jedenfalls, ja, lange hin und her. Das war mir zu klein. Dann habe ich mir einen anderen Monitor gekauft, mit 16:9 Format. Weil der YouTube das so gerne bevorzugt. Ja, damit kann ich leben, mit dem Format. Es gibt ja viele andere Gaming-Motoren, die wie ein anderes Format haben. Ich hätte auch damals hier, das habe ich später erfahren, man kann es auch im Format, in der Aufnahme auch korrigieren, theoretisch. Aber jetzt haben wir weniger. Das ist das Geräusch auch weg. Dann lag es damals zusammen. Der Tank war zu voll und dann kam dieses Geräusch. Ich ging nie aus. Jedenfalls, ja, gut, nachher dann immer schlauer. Und dann kam die ganze Sache mit Bearbeiten. Da habe ich ein bisschen geguckt auf YouTube, Bearbeiten. Habe ich den Jan getroffen, oder getroffen ist gut, auf den gestoßen, wie eben YouTube. Oder gab ein paar Tipps, Rendern, Programme, kostenlose Programme, anfangs, ne. Die machten nur HD. Und das Thumbnail-Foto war da ganz, ganz kleines Format. Entschuldigung, das geht da bestimmt ein bisschen besser. Da habe ich mir ein paar Videosprogramme angeschaut, welches passen würde zu mir. Also als von der Oberfläche her muss von mir mindestens Deutsch sein und dann entsprechend versteht. Und dann halt, ja, muss es von der Bedienung her recht einfach sein, es sollte ein bisschen kompliziert sein und nach Möglichkeit
bei der Verarbeitung recht schnell arbeiten. Ja, da habe ich ein Programm genommen, die Movani oder das Ding heißt hier, genommen. Habe auch später noch die Bildbearbeitung dazu genommen von dem Programm. Damit das Format passt, ne, von Bild und Aufnahme, weil ich die Bilder nämlich ja auch über das Videoprogramm. Das macht sich ganz gut. Ich starte ja im Prinzip das Bild, das Spiel, drücke die Aufnahme und das für mich gleich das Thumbnail. Was ich dann später beim Bearbeiten vorher dann vom Programm fotografiere. Ich mache es ja nicht extra. Viele machen ja im Spiel ein Foto, ich mache das persönlich nur über das Bearbeitungsprogramm, im Rendern. Da bringe ich auch die Titelleiste mit rein. Und später beim Videoprogramm, über Art Bildprogramm, knallt ich dann ein paar Bilder noch hinzu. Hier und da mal eins mehr oder weniger. Und auch Bildverbesserung. Ab und zu mal ein Fahrzeug größer machen oder sowas. Ne? Gut, Straße frei. Und dann lade ich es halt hoch. Ne? Ein anderer YouTuber hat, gab mir dann einen Tipp, also vom Video her, dass man eine bessere Bildqualität bei YouTube bekommt als kleiner YouTuber, wenn man das auf 2K hochlädt. Das sind für mich ungefähr 1000, 1,5 GB mehr. Ist aber jetzt bei mir, bei der jetzigen Geschwindigkeit, kein Problem. Im Grunde ist das Bild jetzt so, wie ich es spiele. Wenn ich das nicht machen würde, dann wäre es etwas unscharf. Ja, scharf wäre schon, aber die Farben wären nicht so kraftvoll. Ne? Ich möchte eigentlich im Prinzip, dass die Qualität optimal ist. Bild, Ton, nach Möglichkeit. Ne? Sollte eigentlich so sein. Versuch jedenfalls. Klappt nicht immer, aber wie gesagt, das ist Versuch. Jedenfalls, und wenn ich merke, korrigiert halt auch ein bisschen. Ne? Lautstärke und so. Habt ihr hier die Tage mitbekommen, dass die Drescher so laut war? Hat mich gestört. Aber ich konnte das im Spiel nicht reduzieren, den Drescherton. So, dann mindestens noch zweimal fahren. Da haben wir Uhrzeit 14.20 Uhr. So. Bremse. Und abladen. 636. Ich weiß nicht, ob der Preis im Winter besser wird. Könnte sein. Aber sind ja Bedarf an. Ich brauche noch ein Gerät. Und zwar. Ich brauche ja fürs Acker. Einen Flug. Tiere mache ich, die Gerätschaft für Tiere würde ich mir anschaffen, wenn ich auch das Geld für habe. Ne? Also der Acker muss erstmal das wirtschaften, kann man sagen. Ne? Also wir haben hier einen kleinen Flug. 3,30 Meter, dann wären wir nicht glücklich. Dann haben wir einen Lampen, 6 Meter, das ist ein. Das ist eine Gruppe und zwar. Ne, ja, Transporthöhe, Transportbreite. 8 cm, also im Prinzip auf kratzender Oberfläche. Dann haben wir ein Lenken. Arbeitstiefe 65, tiefenlockerer. Aber Breite von 2 Meter, da müsste auch nicht glücklich. Hier ist ein Lenken. Zirkon, das ist zur Aussaat, Kreisel 8, Tiefe, steht da nicht, irgendwas so ein Frauenkuppe jedenfalls. Güllefass, ey, wir haben nicht viel. Das ist hier. Achso, hier geht Auswahl. In der Breite. Also wir haben nicht viel, wir haben zwar einen Flug, oh, wir haben mehrere Flüge. Der Gruppe hat
Haben wir nur einen. 8 cm, das ist nicht. Ja. Kellermaschine haben wir keine, glaube ich, ne? Das gehört zusammen mit dem anderen Gerät, was ich vorhin gesehen habe. Hier. Was ist hier? Der kostet nix. 25. Ich möchte gerne Arbeitstiefe von 20 Meter. 20 cm Tiefe. Ist das jetzt hier eine Scheibecke? Ja. Das zum Tellern. Den können wir dafür nehmen. Wäre praktisch. Das wäre das, was wir haben müssten, ne? 25. Aber hier Leistung, keine Ahnung, ne? Wäre ganz gut, wenn man das hätte. Transporthöhe, Transportbreite. Gut wäre zu sehen, wie viel da an unser Traktor an Leistung haben müsste. Und Flüge haben wir 4-mal. Also wenn ich einen Flug nehme, eine Möglichkeit. 190, 300, oh, da braucht man 320 PS. Müsste man sich einen Traktor ausleihen, der kostet 32.000. Ich habe nur 180 PS. Der hat 3,30 Meter, da wirst du ja. Und der hat 20 Meter Tiefe, 280. Das würde vielleicht gehen, ne? Angestellten nehmen. Ja gut, du musst mal kurz reingeguckt haben, ne? Und so die Show war, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, das ist mal eine kleine Planung für die Zukunft, wann wir jetzt Teller werden, in rund 14 Tagen. Dann seid mal tschüss und ciao. Noch ein dickes Dankeschön, falls ihr reinschaltet. Ja, morgen geht's dann weiter. Und zum Schluss schauen wir uns mal an, ob wir dann nachher unser Drescher dann auch zurückgeben konnten. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.